So, puh, fangen wir an mit The Last of Us 2, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, wo auch die Folge heute Morgen endete quasi. Wir sind mit Abby allein in dem Bereich vorgedrungen, weil hier Pilzsporen sind, ups, und der kleine Kerl, der mit uns mitläuft, hat keine Maske. Jetzt suchen wir eine. Ich muss mich kurz wieder an die Steuerung gewöhnen, alles gut, alles wunderbar. Laden wir mal nach. Die Glasphysik in dem Spiel finde ich einfach immer noch super faszinierend. So viel in dem Spiel finde ich einfach wirklich super faszinierend technisch. Total cool. Mr. Hawkeye, danke schön. Ich krieg nichts mit, Internet funktioniert nicht. Ah, das ist schade. Das ist aber echt doof. Wenn's Internet spinnt. Das macht keinen Spaß. Hey, bevor wir da durchgehen, gehe ich mal da lang. Ich glaube, das ist wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt sowas wie einen richtigen Weg gibt. Ich glaube, das ist wieder so eine verschlungene Kampfarena. Das Spiel hat ja immer sehr typische gegen Monster-Kampfarenen, die dann meistens ein bisschen verschlungen sind und so. Wobei, das sieht wirklich nach einem optionalen Raum aus. Glaube ich. Hey, Abraxe, danke schon. Schon schön. Wow, da hat der jetzt aber zum Rechnen gebraucht, diesen 500-Bit schweren Brocken ins Glas zu werfen. Der ist echt in super Zeitlupe da reingefallen. Witzig. Hey, sind da eigentlich die Namen? Fällt mir jetzt erst auf. Da würden oben die Namen entlang laufen, oder? Von den Bitspendern. Aber das wird sowieso eingeblendet. Mir ist nur gerade aufgefallen, dass das Landsquid Birdrider Logo das überdeckt. Ich glaube, ich mache das hier in der Hierarchie hinter das Glas. Wartet mal schnell. Damit die Namen vor dem... Genau, einfach nur... So. Jetzt dürfen die Namen nämlich vor dem Landsquid Bird... Nee, warte mal, hat nicht funktioniert. Komm, runter mit dir. Nicht schüchtern sein. Unter the Char, bitte. Sehr schön. Oh, wartet mal schnell. Ich muss unbedingt das Coolpad von meinem Laptop aktivieren. Ich glaube, deswegen ist der bei mir auch gerade ein bisschen langsam. Aber am Strom ist er schon angesteckt, ne? Aber der Stream läuft grundsätzlich, ja. Ist ja nur bei mir gerade alles ein bisschen zäh. Streamlabs. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu heiß dem Laptop. Naja. Weiter geht's. Okay. Wir waren nicht so richtig viel zu looten drin, ne? Aber immerhin ein Schuss für die Pistole. Und theoretisch ein Klebeband. Ich habe nur leider nichts, das Klebebänder verbraucht. Ich glaube, ich wechsle gleich mal auf die Feuermunition der Schrotflinte. Weil die kommen gleich. Und ich will vorbereitet sein, wenn die kommen. Wer ist ein grausamer Sadist? Ich? Warum? Was habe ich getan? Ich meine ja, aber woher weißt du das? Womit habe ich mich verraten? Oh oh. Einfach da oben bleiben, okay? Geräusche. Ach so, von oben hat sie die Geräusche gehört. Okay, alles klar. Da kommt man nicht rüber. Na gut. Oh oh. Ich auch. I don't like this. Ja, das frage ich mich wirklich, Mr. Hawkeye. Aber ich dachte, das ist vielleicht ein Geheimnis. Aha, eine Gasmaske und eine Pistole. Endlich. Wenn du dich schon umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Aber wirklich, das wäre einfach nur höflich. Idiot. So ein Trottel, ey. Das ist nicht gut. Uh-oh.
Azrak, Dankeschön fürs Abonnieren. Yeah. Freut mich. Sehr nett. Ich finde es ganz gut. Ich finde das ganz gut, diese gruseligen Passagen immer im Stream zu spielen. Ich weiß, wenn man das dann als Video auf YouTube guckt, geht dadurch die Stimmung ein bisschen kaputt. Aber für mich ist das ganz angenehm. Dann ist es nicht so gruselig. Ich mag Gruselpassagen nicht. Obwohl eigentlich irgendwie schon. Es ist so eine Hassliebe. Es ist ganz bizarr. Ich und meine Gruselspielvorliebe ist ganz bizarr. Einerseits, es ist wirklich so, inzwischen ist es nicht mehr so schlimm. Inzwischen habe ich nicht mehr so viel Angst in gruseligen Spielen. Aber das war früher wirklich, okay, das ist ein neuer, cooler, komischer Bug. Irgendwas stimmt mit Abbys Arm nicht. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Da stimmt was nicht. Abby, du solltest echt zum Arzt gehen, wenn wir hier fertig sind. Aber jetzt bitte, sie zeigt mir den Weg. Okay, Abby. Da müssen wir lang, ich verstehe. Nach Abby nach Hause telefonieren. Oh! Okay, da lang wieder. Ich weiß schon, wo du hin willst. Du willst zu der Schublade, wo wir gerade was geplündert haben, oder? Ja, genau. Weil hier, das Kästchen, das will sie aufmachen, obwohl es schon offen ist. Der Arm will unbedingt zum Kästchen. Arm, du kannst jetzt nicht zum Kästchen. Wir finden noch genug andere Kästchen für dich zum Öffnen, Arm. Jetzt reiß dich zusammen, Arm. Ich weiß, das ist schon ein sehr besonders schönes Kästchen, das wir da geöffnet haben, aber... Oh Gott, ey. Ist das die verschlossene Tür? Genau, okay, dann gehe ich mal da lang. Die Hand macht komische Sachen. Was passiert hier? Hilfe. Ich will fast gar nichts machen, dass das weggeht. Wenn ich jetzt zielen würde, wird es wahrscheinlich aufhören. Aber ich denke mir die ganze Zeit, vielleicht passiert noch was. Vielleicht führt es noch zu was. Vielleicht eskaliert das Ganze ja noch mit der Hand. Wenn wir ganz viel Glück haben. Ah, wow, habt ihr das gesehen? Jedi Mind Trick. Sie hat gerade den Schrott aus dem Behälter. Jetzt bin ich gespannt, wie sie die Schublade öffnet. Auch mit ihren Gedanken. Einfach nur mit einer Bewegung aus dem Handgelenk. Ja, ja, ich glaube schon irgendwie. Ich muss sogar in den Chat schauen, da steht so viel. Nachdem ich mit meiner Theorie bezüglich George recht hatte, habe ich mich gestern auf die Fortsetzung von Deadly Premonition gefreut. Dann wurde mir bewusst, dass heute Dienstag ist. Ah, heute kommen keine Folgen. Ja, das stimmt. Ja. Aber dafür gibt es die ja auch an außer Dienstag und Donnerstag kommt ihr dafür dann auch im Doppelpack. Okay, zurück zu Love. Die Hand ist toll. Die Hand ist toll. Oh mein Gott. Zurück zu Lev, aber jetzt... Ah, habe ich mich ernsthaft erschrocken. Oh Gott, auch das... Was? Schießt jetzt mit ihrem Finger. Sie macht einen auf Deadly Premonition. Ich verstehe. Aber ich glaube, so funktioniert das nicht, Abby. Wir sind hier nicht in der Anderswelt. Du kannst hier nicht einfach mit deinen Fingern auf die Monster schießen. Das geht in der realen Welt nicht. Der Arm, nicht mal wenn ich ziele damit, renkt sich der Arm ein. Ich find's großartig. Willst du mir erklären, dass sie den Schuss mit der Schubflinte überlebt hat? Oh Gott, ich hoffe, der Bug geht nie wieder weg. Das ist der beste Bug aller Zeiten. Ja, bandagier die Luft. Und mach am Schluss noch das, ich schneid dir die Kehle durch Zeichen.
Jetzt ist sie einarmig. Das wäre auch mal was. Ich meine, das Spiel ist sehr inklusiv in seiner Darstellung von Charakteren und auch in den Einstellungen im Menü. Aber einen körperlich behinderten Charakter haben sie nicht. Das wäre doch auch mal was Cooles. Also das wäre ja ernsthaft wirklich mal was Cooles. Das ist auf jeden Fall noch eine unterrepräsentierte Gruppe im Videospielen. Und überhaupt. Nicht nur in Videospielen. Hab dich. Oh mein Gott, ich hoffe, der Bug geht. Wenn der jetzt in die Cutscenes mit übergeht, der Bug, dann können wir uns auf ein wahres Comedy-Feuerwerk vorbereiten. Aber ich bin mir nicht sicher. Das könnte gut werden. Das könnte unter Umständen gut werden. Ich hab was für dich. Ja! Jedi Mind Trick! Wir brauchen zu lange. Es geht eben nicht schneller. Es hilft deiner Schwester auch nicht, wenn wir beide tot sind. So. Wir packen das. Genau, es wurde eh erklärt im Chat gerade. Die Zahlen zeigen an, wer die Top-Bitspender in diesem Stream sind. Okay. Gehen wir jetzt wieder rein eigentlich mit ihm gemeinsam, oder wie? Abby, wie wär's damit? Wie wär's denn damit? Okay. Ist das ein Löschloch? Lev, hol das da runter. Komme. Ja. Abby braucht nur einen Arm, um den da hochzuwerfen. Das kaufe ich ja ab. Das passt. So, Feuerwehrschlauch oder was auch immer zu mir. Ist das da kein Feuerwehrschlauch? Hättest du nicht den nehmen können? Nimmst du den jetzt? Was machst du denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Was hast du denn jetzt gemacht? Ach so! Ich sehe schon. Ich gehe mal runter. Ach, runter? Okay. Komm schon. Du schaffst das. Oh mein Gott, guck mal, wie sie das Seil hält. Es stimmt überhaupt nichts mehr. Ist das großartig. Weil die Physik in dem Spiel eigentlich so schön gemacht ist und alles so schön inszeniert ist, dann macht so ein Bug gleich doppelt so viel Spaß, wie in einem Spiel, wo man solche Bugs erwarten würde. Und durch den Realismus eigentlich in der Darstellung ist er nochmal extra bizarr. Das ist echt schön. Aber wie schön das Seil, ne, das Seil funktioniert. Das Seil passt sich, na gut, okay, ich habe zu früh gesprochen. Aber das Seil passt sich ganz gut an den Bug an und ist physikalisch immer noch gut. Es ist toll, ich finde es super. Ich mag Bugs und Glitches, das ist einfach immer wieder faszinierend. Bin gespannt, wie lange uns der erhalten bleibt. Was jetzt? Ich befürchte, ab ins Loch. Sie hält jetzt das Buch wahrscheinlich in ihrem geglitschten Arm. Zum Glück kann ich ja den Text trotzdem anmachen. Oder den Zettel oder was auch immer wir gefunden haben. Der schwebt jetzt wahrscheinlich sonst wo. Avery, im Black Ray Hotel ist eine große Gruppe von Infizierten. Vermutlich die, die aus dem Krankenhaus gekommen sind. Du und dein Team müsst das Ganze von innen reinigen. Na, das hat anscheinend gut funktioniert. Benutzt den vorhandenen Sprengstoff und Fernzünder. Viel Glück. Naja. Aus dem Krankenhaus. Ja, auf das freue ich mich schon ganz besonders. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um das Hotel hier.
Taschenlampe kaputt. Come on, was für eine gemeine Falle. Da liegen die einem Schrotflintenmunition vor die Nase, nur damit man dann in so einen rein. Ich auch. Ich meine, vielleicht sind die glücklich. Wer weiß, ne? Vielleicht, man hat halt immer Angst vor Veränderung. Aber im Endeffekt ist man vielleicht ein glücklicher und erfüllterer Mensch, nachdem man einen Filz im Hirn hat. Man weiß es nicht. Man kann die nicht fragen, weil sie nicht mehr reden können. Aber die wirken nicht so. Es wirkt alles sehr unangenehm. Und vor allem so nach Verlust der Identität. Wie viele Stockwerke müssen wir wohl noch runter? Keine Ahnung. Gut, es ist schon fast ein Kunstwerk, wie der hier verwachsen ist. Nein, arm, eiskaltes Händchen, wir gehen jetzt nicht da lang. Wir gehen da lang. Hey, ich hätte gerne in einem Spiel so ein Artefaktfinder. Es gibt doch in so Open-World-Spielen und so Rollenspielen oft so Fähigkeiten, mit denen man irgendwelche Objekte finden kann, dass dann irgendein Radar plötzlich einem irgendwas anzeigt, irgendwas ausschlägt oder sowas. Ich hätte das gern so dargestellt. Ich hätte das gern so dargestellt, dass plötzlich der Charakter seine Hand die ganze Zeit einfach in eine Richtung damit deutet. Finde ich gut. Naja. Hilfe, ich wollte noch schnell hier hingucken. Genau. Wir können jetzt nämlich, oh ja, das finde ich gut, mehr Feuermunition für die Schrotflinte herstellen und insgesamt besitzen können. Finde ich grundsätzlich gut. Nachdem jetzt der eine Infizierte gerade den einen Schuss aus meiner Feuerschrotflinte ernsthaft überlebt hat, bin ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Dass der dann nochmal aufsteht und brennend auf mich zurennt, das hätte ich nicht von dir gedacht, Feuerschrotflintenmunition. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Ich dachte, du bist cooler. Aber gut. Hier. Der sieht noch so frisch aus. Das macht mir Angst. Ah, danke. Dass wir die Abkürzung genommen haben. Obwohl hier die ganzen Dämonen sind? Das war ein Witz, Lev. Oh. Als hätte ihr Arm ein eigenes Bewusstsein. Der Arm ist infiziert. Das ist es wahrscheinlich. Der Arm ist schon mit Pilzen infiziert. Der Bereich im Zentrum, die Gasmaske war nicht dicht. Der Bereich in ihrem Hirn, der für ihren rechten Arm zuständig ist, ist schon infiziert und will uns in eine Falle locken. Damn it. Vorsichtshalber abhacken, das stimmt, bevor es sich ausbreitet. Moment, wenn es im Hirn ist, dann müsste man das Hirn abhacken. Könnte man versuchen. Oh Gott. Hallo, Flatbrain-Checkers, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Das stimmt. Für ein Spiel mit dem Landsquid Birdrider als Protagonisten wäre das eine gute Idee, dass so ein Schatzfind-Tentakel, wenn man in der Nähe ist, einfach immer in die Richtung zeigt. Ein Tentakel, über den der Protagonist keinen Einfluss mehr hat, der sein Eigenleben entwickelt hat und nur noch auf Schätze reagiert. Wäre lustig. Fände ich gut. Ja. So.